So, meine lieben Freunde, erstmal ein herzliches Willkommen. Hat ja doch ein paar Wochen jetzt gedauert, bevor wir den wir alten Männer wieder vor die Kamera treten durften. Ein paar Gesichtsoperationen später konnten wir uns wieder anbieten. Es steht an die Spargelzeit. Und dazu haben wir uns natürlich wieder was Wunderbares einfallen lassen. Und zwar dieses Paket. Werner, Spargel eint ja eigentlich Deutschland wie kein anderes Gemüse davor. Was ist so lecker am Spargel? Ha, na, der Spargel an sich. Ne? Spargel ist ja ein reines Saisongemüse und das finde ich auch gut so. Jeder freut sich immer drauf, wenn Spargelzeit ist. Und jetzt ist sie da. Nächste Woche wird es ja nochmal richtig wärmer und dann gibt es eine Ernte, die wird gigantisch werden, mit Sicherheit. Ne? Und ja, Spargel ist einfach mega lecker. Aber was ist das Besondere, der Geschmack? Was fasziniert dich am Spargel? Weil viele sagen, eigentlich ist es ja nur so ein Schab. Also was ist das Besondere an Spargel? Ja, dieser besondere Geschmack. Es ist auch diese Knackigkeit, diese Saftigkeit dieses Gemüses. Es ist einfach einzigartig. Nicht nur, dass er also mega gesund ist auch, sondern auch man hat so viele spannende Zubereitungsarten. Und man kann den so lecker genießen, es ist einfach, und ist vor allen Dingen auch sehr einfach zuzubereiten. Also geht's ja schnell. Da kommen wir dann gleich später nochmal dazu. Nur mal für euch als Information, was haben wir uns eigentlich für euch einfallen lassen? Wir haben uns gedacht, wir packen mal so ein Paket für Romantiker vielleicht, die ein Candlelight-Dinner machen wollen, haben also ein Paket gepackt mit 2 Kalbschnitzel und dazu 1 Kilo Belitzer Spargel, den besten Spargel der Welt, und Prime Bacon. Werner, wenn du diese 3 leckeren Zutaten hörst, was würdest du daraus zaubern? Kalbschnitzel mit Spargel und Salzkartoffeln und am besten den Spargel dann mit Bacon umwickelt. Also man schält den Spargel, ganz klassisch. Und dann aber nicht kochen, ganz wichtig. Einfach nur den Bacon um den Spargel rumwickeln und dann schön knusprig braten in der Pfanne. Und das mit ein bisschen brauner Butter und Wiener Schnitzel dazu, einen panierten Wiener Schnitzel. Da kommen die Klugscheißerfragen wieder. Bei welcher Temperatur und wie lang? Bei welcher Temperatur? Ja, weil viele machen es dann vielleicht zu heiß oder machen zu wenig Temperatur. Bei so einer normalen Pfanne, wie würdest du die Temperatur einstellen? Na, ich sag mal, wenn der Herd bis Stufe 10 geht, würde ich ihn auf 8 Temperatur, 8 machen. Und so wie man Bacon halt brät. Also wenn man wie zum Beispiel Spiegeleier mit Speck macht. Ja. So genau so brät man halt den Spargel und wickelt mit dem Bacon in der Pfanne. Schön leicht, langsam knusprig braten und dann ist er schon fertig. Mit Butterschmalz? Das wäre natürlich klasse. Kinder, ich habe immer mal wieder einen, den ich raushauen kann, obwohl er der bessere Koch ist von allen. Gut, jetzt haben wir ein Rezept, aber wenn Leute jetzt sagen, nee, ich möchte den Spargel lieber kochen. Ja. Ja, wie würdest du ihn kochen und wie lange und bei welcher Temperatur? Also generell Spargel kochen sollte man schön leicht kochen. Also ich kann mal verraten, wie ich den mache. Ja. Klassisch. Also Spargel geschält, die Enden abgeschnittenen, die trockenen Enden an, ist alle Abschnitte und Spargelschalen in Topf mit Wasser aufgefüllt. Prise Salz, Prise Zucker, 2 Scheiben Zitrone, unbehandelte Zitrone mit rein und dann alles aufkochen lassen, leicht simmern lassen, 10 Minuten, dann runterziehen vom Herd und dann mit einer Schaumkelle einfach die ganzen Spargelabschnitte alle rausgefischt und in diesen Fond anschließend dann den geschälten Spargel, den man dann quasi fürs Menü isst, 10 Minuten bis 12 Minuten langsam köcheln. Heißt aber langsam köcheln, also bei Stufe 1 oder 2? Nee, kann ruhig Stufe 4 haben, dass es oben so ein bisschen blubbert. Ein Flöckchen Butter vielleicht noch oben rauf. Und wenn man eine Kelle nimmt, das ist so ein Trick, wenn man eine Kelle nimmt, den Spargel eine Stange rausnimmt und diese so leicht biegt. Ja. Die Stange, also nicht so runterhängt, wie ein Wasserschlauch. Dann ist er noch so richtig schön bissfest, zack, rausgenommen und sofort serviert. Ich stelle mir immer diese Bilder vor, so göttlich, wenn einer so diesen Spargel in die Hand nimmt und das zum Mund führt und plupp runter. Dann kannst du den Lapp mit der Zunge fangen, ne? Ist auch lecker. Ja, der ist schnell verkocht, das geht echt fix. Wie oft hat man das, wenn man Kochshows sieht, dass die einfach Wissen voraussetzen, was man gar nicht hat?
Ja, ja, nun muss man aber auch nicht stundenlang irgendwelche YouTube-Kanäle im Schnellverfahren sich angucken, wo man dann immer wieder hin und her zurückspielt. Reicht, wenn man dir das einmal simpel erklärt. Das ist wie mit dem Schnitzelbraten. Mhm. Ja, was ja jetzt gerade zu Spargel sehr wichtig ist, weil es eines der leckersten Beilagen ist. Also für mich, ich mag ja Schinken gar nicht beim Spargel. Ich bin ja mehr so Schnitzelfan. Und wenn man sieht, die Leute verzweifeln dann daran, wie man so einen Schnitzel macht, bis sie es einmal richtig gemacht haben. Nochmal eine Frage des Timings. Und sich auch halt die Zeit lassen. Ne? Ja. Wie würdest du jetzt einen Schnitzel panieren und dann braten? Ach, naja, das ist, also erstmal die Schnitzel ein bisschen plattieren oder klopfen. Meistens hat ja jeder zu Hause so einen Klopfer. Da ist die eine Seite gerade, die andere ein bisschen so gezackt. Zack, 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 zack. Auf 5 mm reicht völlig geklopft. Und dann macht man sich 3 Schalen fertig. Die eine Schale ist mit Mehl. Die eine Schale ist mit verquirlten Ei. Und die nächste Schale ist mit Semmelmehl. Ja. Ne? Entweder selbstgemachte Semmelmehl oder wie auch immer. Gibt es ja auch zu kaufen. So, und dann erstmal das Schnitzel durchs Mehl gezogen. Melieren, ja. Erstmal melieren und dann in das Ei hinein durchgezogen. Dann ohne Mehl klebt das Ei nicht. Und dann anschließend in das Semmelmehl hinein schön zugebracht. Nicht aufklopfen und festklopfen, sondern immer so durchziehen, locker, leicht andrücken. Dann anschließend in die Pfanne mit schön heißem Butterschmalz. Geht auch Speiseöl, Sonnenblumenöl. Ah, aber Butterschmalz ist genial. Probiert's aus, ihr kommt nicht mehr von weg. Und wenn das Schnitzel so ein bisschen schwimmt im Fett, ja, das muss nicht oben dümpeln wie ein Fischerboot, sondern wenn es so ein bisschen schwimmt, dann schön leicht von der einen Seite braun braten, umdrehen und wenn die andere Seite braun ist, zack, rausgenommen, auf Küchenpapier ein bisschen abgeklopft und dann in eine Schale. Und vorgeheizten Ofen, der sollte nicht mehr als 120 Grad haben, hinein. Da hat man nämlich Zeit, weil die meisten klopfen ja die Schnitzel riesengroß und meistens passt nur eins rein und so kann man nach und nach die Schnitzel braten und dann ruhen die unten noch ein bisschen. Derzeit kann man dann die Kartoffeln anrichten und den Spargel auf den Tisch stellen und dann alles zusammen servieren. Perfekt. Wichtig dabei ist, wenn ihr meliert, das ist ja auch immer so eine Sache, dann ist ja sehr viel Mehl dran. Also ich schüttel das immer noch so ein bisschen, dass sozusagen das überschüssige Mehl runtergeht, weil dann hat man manchmal so eine, in diesen coolen, so eine dicken Mehlschichten und das schmeckt ja dann nicht wirklich lecker. Das war das Einzige, was ich anmerken wollte. Also, ein bisschen Kritik muss sein. Ihr müsst wissen, Werner wird morgen 60. Das heißt, er geht auf die 70 zu, was ich ihm natürlich 10 Jahre lang jetzt vorhalten werde. Aber im Dezember habe ich dich dann eingeholt, dann ist die Sache gut. Er ist nämlich ein wunderbarer Mensch. Er ist nur ein paar Monate jünger, eigentlich sind wir gleich. 9 sind aber für mich schon mal entscheidend. 9 Monate als ein Sommer weniger 60. So, Werner, jetzt haben wir über die Zubereitung gesprochen mit Bacon, wir haben über Schnitzel gesprochen. Jetzt gibt es ja auch noch so ganz simple Sachen, nur mit Kartoffeln, Butter und Semmelbrösel. Da machen ja auch viele den Fehler, dass die Butter dann zu heiß geschwitzt wird, dass sie dann abstürzt oder abschmiert, wie man sagt. Mhm. Bei welcher Temperatur würdest du braune Butter beispielsweise noch produzieren? Braune Butter ein bisschen vorsichtig herangehen. Also einfach, wenn es klassisch wieder herd, bis Stufe 10, würde ich auf Stufe 7 einfach ein Paket Butter, 250 Gramm, zack, in Sotor. Und dann schön langsam schmürgeln lassen. Also das ist, das braucht ein bisschen Zeit. Man nennt es ja die Butter klären oder braune Butter machen. Das dauert ein bisschen. Das heißt, es fängt dann oben an zu schäumen und so weiter. Und wenn es aufhört zu schäumen, setzt sich dann quasi das Eiweiß und das alles unten ab und wird langsam braun. Und diesen Punkt einfach abpassen, wenn es klar ist und leicht, wirklich ein Tick braun ist. Ja. Und wenn unten der Boden so ein Tick braun ist, runterziehen, ein bisschen abkühlen lassen oder am besten gleich hier so ein Soßengefäß. Ja, wie nennt man das? Soßere? Ja, Soßere, dankeschön. Rein, zack, abgefüllt. Ein Löffelchen rein und serviert. Und wir haben noch kein Alzheimer. Nee. Nicht wahr? Wie heißt du? Bitte? Wo sind wir? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Aha. Das ist ja hier. Ja. Bei Fleisch und der Koch. Wie bin ich denn hier gekommen? Ja, mit einem Rollator. Ne? Ich stehe draußen auf dem Flur. Ach so? Ja. Hast du mich abgeholt? Wann wirst du gefüttert? Ich? Morgens immer. Ja, morgens immer. Sehr schön. Werner, diese Semmelbrösel, wie machst du die? Da simpel, aber da scheitern so viele dran, leckere Semmelbrösel zu machen. Selbst mir gelingt es nicht immer, weil ich zu dämlich bin manchmal. Ach, naja, Semmelbrösel, das ist wirklich ganz einfach. Eine kleine Pfanne genommen, paar Esslöffel Butter hinein, aufschäumen lassen, Semmelbrösel rein, einmal ein bisschen
mit dem Holzlöffel durchgerührt und dann weg. Und nicht zu heiß werden lassen? Nein, nicht so heiß. Auf keinen Fall. So. Was trinkst du dazu? Wein. Ja, Spargel, Kalbsschnitzel, ein schöner, herrlicher Weißwein. Trockener Weißwein. Schön kalt. Ja, haben wir denn noch irgendwas von uns zu geben, was Spargel betrifft? Oder? Ja, auf jeden Fall. Wer noch eine Sauce Hollandaise dazu macht, die ist auch einfach zuzubereiten. Also nicht jetzt so Semmelbrösel hinauf, sondern eine schöne Sauce Hollandaise ist auch einfach herzustellen. Es kommen einfach nur 3 Eigelb und 250 Gramm Butter. Das ist genau ein Paket. Das Eigelb mit ein bisschen Weißwein, ein bisschen Zitrone heiß aufschlagen in einem Aufschlagkessel über einem warmen Wasserbad, schaumig schlagen und dann die geklärte Butter, die lauwarme geklärte Butter, dann einfach reingequirlt mit ein bisschen Salz und weißen Pfeffer abgeschmeckt, ein Spritzer Zitrone noch rein und sofort serviert. Das ist dann die Königsklasse. Ja. Und ich habe jetzt Hunger. Schnitzeltag war gestern. Gut, also dann haben wir heute eigentlich alles zum Spargel gesagt, was zu sagen gibt. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine mega tolle Spargelzeit. Wir freuen uns auch schon darauf. Nächste Woche boomt's ohne Ende. Die Preise sind im Moment ja noch so ein bisschen astronomisch, aber es ist ja immer so, die ersten Spargel sind immer die teuersten und dann bricht der Preis ein. Belitzer Spargel ist der beste Spargel der Welt. Das sagen auch die Länder um uns herum, die ihn als Delikatesse einführen. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wenn ihr Anregungen, Rückfragen habt, wendet euch bitte nicht an Werner, wendet euch an mich. Nein, wendet euch an uns oder an Jacques Pall, der hinter der Kamera steht. Wir sind für euch da. Wir sind gerne bereit, Kritik aufzunehmen, um uns weiterzuentwickeln. Und hoffentlich sehen wir uns und hören wir uns dann auch bald wieder. Wir wünschen euch jetzt erstmal noch einen tollen April mit tollem Wetter und tollem Spargel. Tschüss. Viel Spaß.